Kyle Walker und der FC Bayern München sind sich einig, nachdem die Bayern ja vor Wochen das erste Mal bei Manchester City angefragt haben, wie es denn mit einem Transfer von Kyle Walker aussehen könnte, gab es da ja die ersten Gespräche. Jetzt war lange absolute Funkstille. Es gab von Kyle Walker aus keine Informationen, keine Rückmeldung beim FC Bayern München. Jetzt die News. Vor 3 Minuten hat Florian Plettenberg getwittert. Exklusive News, Walker und Bayern haben eine mündliche Einigung erzielen können. Er hat dem FC Bayern München sein Ja-Wort gegeben. Jetzt liegt es daran, dass der FC Bayern mit Manchester City in Verhandlungen treten muss. Ein möglicher Vertrag wäre bis 2025 plus 1, das heißt 2 Jahre und dann noch ein weiteres, also insgesamt 3 Jahre. Er hat noch ein Jahr Vertrag bei Manchester City. Hier seht ihr den Tweet. Exklusive News, Bayern have reached a total verbal agreement. Now Walker ready to sign for FC Bayern. He said yes today. Und dann hier eben, dass man sich jetzt mit Manchester City eine Einigung erzielen muss. Das sind hier die News, die wir haben. Kyle Walker kann ich euch hier auch zeigen. Aktueller Marktwert beläuft sich auf 13 Millionen Euro. Das heißt, alles, was über 13 Millionen Euro Ablöse wäre, wäre zu viel. Gerade bei einem Spieler, der 33 Jahre alt ist. Ihr seht es hier, 1990 geboren. Da steht es ja auch, Alter, 33 Jahre. Walker, Außenverteidiger, sehr, sehr schneller Mann. Ihr seht es hier, er könnte auch Innenverteidiger spielen oder ein bisschen offensiver. Aber hauptsächlich spielt der Mann den rechten Verteidiger in einer Dreierkette. Das heißt, auch die News von vor ein paar Tagen mit Jeremy Frimpong, dass er ein möglicher Kandidat für den FC Bayern München ist oder wäre, die sind damit jetzt natürlich dann außer Kraft gesetzt. Man hat dann Kyle Walker, man hat Nusir Masraoui für den rechten Verteidiger. Man hat auch noch Josip Stanisic. Und Stand jetzt hat man ja auch noch Benjamin Pavard, für den man immer noch keinen neuen Verein gefunden hat, auch wenn da klar ist, er will den Verein unbedingt verlassen. Das heißt, damit holt der FC Bayern München einen Champions-League-Sieger zu sich ins Team. Die nächste Verpflichtung in der Abwehr, nachdem man jetzt ja schon Min Jae Kim geholt hat, der nächste Hammer-Spieler, auch wenn Walker natürlich ein bisschen älter ist. Ich bin gespannt, was das jetzt für die Situation von Nusir Masraoui heißt und natürlich auch für die Situation von Pavard, aber dass der weg will, ist ja klar. Aber auch Masraoui hat schon gesagt, wenn er nicht die Nummer 1 ist, wenn er nicht der Stammspieler ist, dann ist er unglücklich. Ich finde es tatsächlich ein wenig unfair, auch wenn ich mich über diesen Transfer sehr freue, dass man Masraoui nicht die Chance gibt. Wenn er letzte Saison gespielt hat, hat er immer richtig, richtig starken Fußball gespielt. Das finde ich echt schade. Check du jetzt auch unbedingt mein Interview von gestern aus mit Sportreporter und Kommentator Ralf Boss. Er hat über 1600 Fußballspiele live kommentiert für Radio, Fernsehen und so weiter. Leute, check das Video ab und schreib mir deine Meinung zum möglichen Kyle Walker Transfer in die Kommentare.